Hallo und herzlich willkommen hier zu Beholder 2. Hier bin ich wieder. Ja, meine Arbeit, uns nochmal hier Punkte zu holen für Autorität. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich hier ein so ein Sach hier mit Anträgen an das Ministerium. Also Anträge generell, egal was es ist und wenn es Sozialversorgung ist, muss ich das immer abhaken, genehmigen. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Wir wollen ja mal schauen, dass wir irgendwann aufsteigen können, beziehungsweise wir wollen da an den Quests noch ein bisschen mitarbeiten, weil sonst wäre ja alles so schnell rum. Was haben wir sonst noch? Sozialversorgung? Ja, Informationen ist es nicht, also der Rest passt alles. So. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Warte mal, Informationen, nee. Nee. Warte mal. Sozialversorger Eintrag. Nee. Nee, ist es alles nicht. Also wir können den hier nehmen. Den Münzstempel, der taucht nämlich nicht auf. Beschwerden, Patriotismusordnung, nee. Arbeit. Denunzierung, archivieren, jawohl. Das war korrekt, dann hätten wir eigentlich wieder unsere Punkte. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein kleines bisschen weiter. Wir haben ja noch genügend Zeit eigentlich im Prinzip. Am Ende ist es halt, wenn man so immer so viel Zeit übrig hat und dann bringt es einem das nämlich auch nicht, ne? Da haben wir Kultur und Sport. Denunzierung an Kultur prüfen. Das ist eine Denunzierung. Erschießungskommando, jawohl, Kultur, das kriegt er auf jeden Fall. Das ist es nicht. Information ist auch nicht. Nee. 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 Beschwerden, nee. Ordnung, nee. Arbeit, nee. 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 Da kriegt man den Stempel. So. Das war's. Na. Manchmal, aber auch nur manchmal. So, Ministerium für Kultur und Sport. Also wieder Kultur. Was war mit Kultur? Es ist eine Information. Kultur, nee, das ist diesmal nicht. Sozial, nee. Da passt gar nichts. Wenn gar nichts passt, jetzt ist es so. Wir haben alle Stempel hier eingezeichnet. In dem Fall ist es eigentlich egal, was für Stempel ich drauf hau. Da ist es richtig wurscht. Ich sage jetzt aber mal so. Dann schicken wir das hier eben und gut ist. Das ist trotzdem richtig. Wir haben halt bloß keinen anderen Stempel da. Keinen Blankostempel sozusagen. So, Denunzierung für Kultur, nee. Ordnung, nee. Wissenschaft, nee. Informationen, ja. Beliebiges ist es nämlich hier. Sozial, nee. Nee, prüfen. Beschwerden, nö. Ordnung, nö. Arbeit, nö. Sozial, nö. Ordnung, Arbeit, nee. Der Stempel hier. Next, bitte. So, eine Beschwerde ans Patriotismus-Ministerium. Ordnung. Kultur. Ordnung. Moment. Beschwerden werden sofort erschossen. Also, naja, gut, Taskforce halt. Oder kriegt halt den Prügel. So. Denunzierung. Nee. Ordnung. Denunzierung. Belohnung für Informationen. Nee, 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 nee. Passt alles nicht. Stopp. Nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier nehmen. Hätte ich es aber auch jeden anderen Stempel draufhauen können. Das wäre egal. Beschwerden. Das müssen wir sofort richten hier. So, und. Hatte diesmal haben wir sonst noch irgendwo was? Nee. Fertig. Blinkblong. Jawohl. Ja, ich möchte noch ein bisschen Kohle verdienen. So, zwei, drei Durchgänge mache ich noch.
Informationen für Ordnung. Moment, Beschwerden, nee. Den Erziehung für Ordnung, nee. Informationen, nee. Nee, nee, nee. Da können wir wieder irgendwas nehmen. Zack, nehmen wir mal das Schlüssel hier, das ist egal. So, Erschießungskommando, der Erziehung ein bisschen Kultur, Informationen an Ordnung. Personalakteneintrag, jawohl. Haha, das kommt in eine Akte, ja. So. Informationen an ein beliebiges Ministerium, ja. Da, CEDAC brauchen wir auf jeden Fall zwei Stempel, sonst wäre es ein Fehler. So, was haben wir noch? Die Erziehung für Ordnung? Nee, Informationen, nee. Richtig, so. Informationen an das Ministerium für Ordnung archivieren, also hier an die Aktenstapel rein. Informationen, Arbeit, nee. Anfragen, nee. Oh, da war ein Fehler drin. Ja gut, ich habe jetzt geguckt, egal. Na, ja, schade jetzt. Habe ich das eine halt nicht. So, Patriotismus. Da habe ich nicht aufgepasst, ganz einfach. Ministerium für Patriotismus. Beschwerden, nee. Soll ich irgendwas draufhauen? Ja, es ärgert mich so ein bisschen jetzt, dass ich das jetzt falsch gemacht habe. Information ist es nicht. Denunzierung, nee. Information, nee. Information, nee. Nee, da passt auch wieder nichts. Beschwerde, nein. Arbeit, Sozialversorge. Da passt auch wieder nichts, also nehmen wir den hier. So, und dann noch einmal. Wissenschaft und Technologie. Eine Beschwerde. Ich glaube, Wissenschaft und Technologie kommt ganz am Ende hier. Ne, aber da passt nichts. Dann müssen wir da einen anderen Stempel draufhauen. Einfach irgendeinen sozusagen. Kultur, Ordnung, Wissenschaft, was? Denunzierung? Ne, haben wir nicht in dem Fall. Sozial. Sozial, da brauchen wir da irgendeinen Stempel hier. So, aber hatten wir hier noch Wissenschaft und Ordnung? Wissenschaft und Ordnung, wie geil ist das denn? Ne, haben wir nicht. So. Wissenschaft und Technologie heißt das Amt immer noch hier. So. Jetzt könnte man noch einmal. Nee, wir machen es nicht. Also, das langt so. Warte. Wir brauchen mindestens 4 Stunden. Na doch, komm. Einmal machen wir noch. Geld können wir ja auch brauchen. So, Sozialfürsorge. Das ist eine Anträge. Ja, das zählt nämlich. Sonst wäre es wieder ein Fehler. Gut, eine Information ist es nicht. Denunzierung, nee. Haben wir da nochmal sozial? Nee, eine Information ist es auch nicht. Eintrag, ja gut, ist egal, wir können trotzdem den Stempel nehmen, aber wir nehmen mal lieber den hier. So, Beschwerden an, nee. Ordnung, Arbeit, sozial. Moment, Denunzierung, nee, ist es nicht. Nee, nee, nee. Also der hier wieder. Es wundert mich, dass es da hinten oft sowas hier ist. Dass es halt einfach nicht passt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal unser 200 Attribut gekriegt hier. Und ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen mehr Geld ein, weil ich glaube, es kommt wieder eine dicke Rechnung hier. Patriotismus wieder. Eine Beschwerde. Was war denn das? Beschwerden, die kriegen eine Taskforce. Denunzierung. Kultur. Eintrag bei Ordnung. Wissenschaft. Belohnung, Information. Sozialordnung. Nee, da ist gar nichts dabei. Beschwerden an Patriotismus wird auf jeden Fall abgehakt hier.
So, was haben wir sonst noch? Sonst haben wir gar nichts mehr. Okay, krass. Wissenschaft und Technologie, eine Information. Informationen an das Ministerium für Wissenschaft und so wird klassifiziert. Und jetzt war irgendwas mit Informationen an irgendein Amt, ne? Kulturordnung. Den Erziehung haben wir nicht. Belohnung für alles, jawohl. Der kriegt eine Belohnung, der kann sich glücklich schätzen. Nee, sozial ist es nicht. Ordnung und das ist es auch nicht. Jetzt haben wir hier nochmal Wissenschaft und Technik oder so. Nee. Das heißt, wir können es eigentlich gleich hier den machen hier. So, das war auch korrekt. So, jetzt sage ich einfach mal, heute reicht's ja. Weil, wenn wir die Punkte hier nicht brauchen, die kriegt man eh nicht irgendwie in Geld umgewandelt oder sonst sowas. Das hat also keinen Sinn. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. So. Und ich habe mir mal überlegt, wie ich die anderen drei Kollegen ausschalten könnte. So, warte mal. Wie war denn das jetzt eigentlich? Ist da jetzt was gelöst? Wir müssen zu seinem Haus, okay? Und das andere ist einfach weg hier. Das ist ja sogar nach Etagen geordnet sogar hier. Gott, das ist eigentlich eins, kann man ausschalten hier. So, also da müssen wir nicht nochmal jemand irgendwas sagen. Wir haben da über den Melfi Informationen geholt und fertig aus. Ich habe gedacht, wir müssten da nochmal mit jemandem quatschen, aber das war jetzt in dem Fall nicht. Wir haben uns, glaube ich, sowieso entschlossen, da nichts zu sagen, ne? Ja, da war mal was, da hätten wir was über die sagen können, aber... Ja, das haben wir mal nicht so fies genommen. Ja, seht ihr, neue Rechnung, wie gesagt. Ah ja, wir hätten... Ja, komm, siehst du, die 2 Stunden, an die denke ich schon immer nicht hier. Immer das Problem. Das Stromrechnung und schon wieder Glühbirnen. Na sag mal, wer macht immer die Glühbirnen kaputt? Ich glaube, dass die geil für einen Hauseingang sind, dass sie hier für irgendjemand sind hier, dass sich da einer was fein essen macht hier. Der Hausmeister betrügt uns hier. So, jetzt das Buch war fertig gelesen, ne? Das Buch war fertig gelesen, jawohl. Jetzt können wir höchstens ein was machen. Wir wissen ja, was in der oberen Etage abgeht. Also wenn wir aufsteigen können. Wir könnten jetzt die Fernsehserie nochmal angucken hier. Haben wir lange nicht gemacht, aber wir haben die Zeit. Wir müssen nur 4 Stunden aufheben erst einmal und wartet ab, wir brauchen dann noch mehr Stunden wahrscheinlich. So, das machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir nämlich das hier. Das müssen wir jeden Tag neu machen. Das, wenn man dann halt Leute hat, dann kriegt man da andere Gesprächsoptionen. Die sich da halt auskennen mit dem Zeug hier. So. Also, wir bestellen uns erstmal ein Taxi. Ein Taxi! Nach Schätzung der Entfernung zu Anthonys Haus entscheidest du dich, ein Taxi zu bestellen. Der Taxifahrer taucht selbstbewusst in die Gassen der Stadt ein und für eine Weile fahrt ihr in die Stille. Ein paar Blocks später merkst du, dass das Auto nicht zur Anführerstraße fährt, sondern in eine andere Richtung. Dem Fahrer sagen, dass er sich verfahren hat. In Stille fahren. Ist es vielleicht Absicht? Oder das... Ja, komm, wir sagen das dem. Mit all deinem Charme und Höflichkeit informierst du den Fahrer, dass sich die Anführerstraße auf der anderen Seite der Stadt befindet. Als Reaktion darauf bremst der Taxifahrer, dreht sich zu dir um und fängt an, über die Art von Idioten zu schimpfen, der versuchen würde, ihm Alessandro Perez beizubringen, wie man ein Taxi fährt. Er verspricht, dich aus dem Auto zu werfen, wenn du noch ein Wort sagst.
darauf bestehen, dass du recht hast. Ja, wir wollen nicht raus. Wer weiß, was wir dann machen müssen. Entschuldigen, komm, machen wir. Ein paar Geldscheine, deine Entschuldigung, beruhigen den Taxifahrer und er setzt seine Reise fort. Es stellt sich heraus, dass er tatsächlich eine Abkürzung kennt und er sich das Trinkgeld verdient hat. Okay. Das Haus, in dem Fat Tony früher lebte, hat schon bessere Zeiten gesehen. Einst eine wunderschöne Villa im klassischen Stil. Starrst du die leeren Fenster und ausgebrannten Wände an. Vor kurzem gab es hier einen Brand. Die Polizei steht noch Wache und lässt die Besucher nicht in das Gebäude. Ein Passanten fragen, was passiert ist. Die Polizei fragen, was passiert ist. Wir fragen erstmal einen Passanten. Die Nachbarn sind gekommen, um zu sehen, was passiert ist. Und sie tragen die Kleider, die sie gerade anhatten. Ein stattlicher Mann in der Uniformjacke eines Generals und blumigen Shorts schaut dich verächtlich von Kopf bis Fuß an und wendet sich ab. Und weigert sich überhaupt, mit dir zu sprechen. Na, war toll. Die Polizei fragt man halt dann einfach mal. So höflich wie möglich und ohne plötzliche Bewegung fragst du den nächsten Polizisten nach dem Geschehenen. So ist richtig. Glücklicherweise entpuppt er sich als großer Mann mit dem einfachen Gesicht eines Landbewohners. Er sagt, dass die Ursache des Brandes unbekannt ist und dass bei dem Vorfall eine Frau und ein Kind getötet wurden. Ja gut, darum bitten, den Tatort zu suchen. Ja, dann wissen wir ja, was mit der Familie passiert ist. Also nicht mit uns, aber mit dem anderen. Du bittest den großen Kerl, dich ins Haus zu lassen und er ist sehr bereit, es zu tun gegen eine Gebühr. 300, ja komm, ach was soll's. Die Banknote verschwindet sofort in der Handfläche des Polizisten und er hebt das Absperrband für sich an. Einst luxuriös ist das Haus heute ein miserabler Anblick. Überall verbrannte Möbel, rußbedeckte Gemälde, nasse Bücher und Asche. Die Halle durchsuchen, das Schlafzimmer durchsuchen, Kinderzimmer. Okay, wir gucken mal in die Halle. Unter dem allgemeinen Chaos bemerkt man ein halb verbranntes Gemälde und etwas Metall dahinter. Als du das Kunstwerk zur Seite schiebst, findest du einen Mann safe. In Ruhe lass oder knacken. Na komm, wir knacken den. Es gibt so etwas wie Glück nicht. Wenn du weißt, wie man Schlösser öffnet, dann wird es sich eines Tages als nützlicherweise im Inneren des Tresors befinden sich die Reste einiger Papiere und ein leicht verbranntes Bündel von Banknoten. Sie sind fast intakt. Was man Glück nennen könnte. Ja, da haben wir schon wieder Geld ordentlich gekriegt hier. Tausend oder so. So, und dann ist noch irgendwas in der Halle. Und im allgemeinen Chaos bemerkt man ein Halbverbandsgerät. Ja gut, das Safe in Ruhe lassen. Dann hatten wir ja schon hier. Da hätte jetzt auch stehen müssen, ja, dass wir den Safe eigentlich schon, oder dass wir hier schon in der Halle waren, ja, oder das hätte weggehört hier. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Polizei den Safe übersehen und etwas Wertvolles im Internet hinterlassen hat. Ja, das wissen wir ja schon, dass da was war. Das Schlafzimmer durchsuchen. Ein luxuriöses Himmelbett nimmt fast das gesamte Zimmer ein. Und es gibt nicht viele andere Möbel. Das Bett untersuchen. Du findest nichts Interessantes. Entschuldigung. Ja, was hätte man da Interessantes finden sollen? Alte Schlipper oder irgend sowas? Oder sonstige, Sachen und so. So, den Nachttisch durchsuchen. Nichts Interessantes. Ja, da hätte ja ein Vibrator drin sein können, ne? Den Frisiertisch untersuchen. In der unteren Schublade findest du einen Goldring. Okay. Geh zurück. Das Kinderzimmer ansehen. Nichts Interessantes. Was? Naja gut, okay. Dann haben wir alles. Dann gehen wir aus dem Haus raus. Ende. Ende im Gelände. Jetzt haben wir immer noch 3 Stunden übrig. Ja, wären wir nur mit der U-Bahn gefahren. Aber dann, naja gut, egal. Ja. So kann es leider gehen, ne? Zeit ist Geld und naja gut. Wir gehen in die Falle. Aber ich denke, dass wir heute noch nicht Feierabend machen in der Folge. Ich gehe erstmal weiter. Das ist halt auch manchmal schade, dass man die Zeit hier nicht gut geschrieben bekommt, die man noch übrig hat. So, Billim.
Hier hätte ich ja auch noch Sachen drin, zum Beispiel diese Drogen da. Weil die könnte ich da gar nicht durchschmuggeln, ohne Probleme zu bekommen. Also ich müsste wieder Geld bezahlen, da habe ich ja keinen Bock drauf. Aber da, so könnte man halt die Leute absägen, die man da zum Beispiel noch absägen sollten, wegen dem Wettbewerbsumfeld. Aber uns reicht es ja tatsächlich für heute eigentlich, ne? Wir können im Prinzip aufsteigen. So, jetzt ist wohl noch Smith Salerno erzählen, was los ist. Das heißt, wir gehen noch mal hier hoch. Suchen unseren guten Smithy raus. Da steht er schon. Hey, Agent Smith. Was wollen Sie? Ihm von dem Feuer in dem Haus erzählen. John, ich meine Tony. Fett Tony Beverwer. Habe herausgefunden, wo deine Familie wohnt oder lebte. Mamma mia! Sind sie wieder umgezogen? Hast du meine Rosabella und Victor gesehen? Es tut mir leid, Fettoni, aber es gab ein Feuer im Haus. Nichts ist mehr übrig. Alles, was ich fand, war dieser Ring. Mio Dio, das ist Rosabellas Verlobungsring. Sie hat ihn nie ausgezogen. Mio Dio. Danke, dass du ihn zu mir gebracht hast, Ivan. Ich schwöre bei Madonna, ich werde denjenigen töten, der das getan hat. Aber willst du aus dem Mysterium rauskommen? Mit deiner Hilfe, Ivan. Ich zähle auf dich, mein lieber Freund. Aber zuerst muss ich herausfinden, ob diese Ratten auf dem Platz auf mich warten. Ich bin mir sicher, sie haben herausgefunden, wo ich bin und haben bereits einen Hinterhalt gestellt. Gut, dann haben wir das. Ja gut, ja, was muss ich denn jetzt, Jetzt kann ich trotzdem noch nicht fertig machen, oder? Aufklärung. Ja, beobachte Platz überprüfen. Ja gut, das ist einfach. Da können wir jetzt einfach hier, zack, man. Müssen halt nochmal hier runter, wieder die Kontrolle schlappen hier und dann den Platz überprüfen. Gut, bei den anderen macht es nicht mal Beep. Wieder reingehen. So, wie will ich jetzt den Platz überprüfen? Soll das irgendwer das was beobachten? Das ist die große Preisfrage. Und da stehen Haufen Cops auch rum, aber ja. Was mit dem hier? Guten Tag, Senior Redbrave. Wer bist denn du? Woher kennst du mich? Das spielt keine Rolle. Meine Freunde haben mich gebeten, ihnen einen Geschäftsvorschlag zu unterbreiten. Ihre Freunde? Worum geht's hier? Wir haben Gerüchte gehört, dass sie Interesse am Haus von Anthony Salerno gezeigt haben. Woher wussten sie das? Senior Redgrave, meine Freunde sind sehr günstige und mächtige Menschen. Sie zahlen gut, wenn ihnen jemand hilft. Was wollen sie von mir? Wir wissen das. Anthony Salerno oder auch Fat Tony im Ministerium ist. Wir müssen uns wirklich mit ihm treffen, um eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. Bringen Sie ihn dazu, aus dem Ministerium zu kommen. Ich weigere mich. Ich akzeptiere, ich werde versuchen, Anthony Salerno zu... Okay. Ich weiß halt nicht, was passiert, ob die ihn umbringen wollen oder sonst was. Weigern ist doof. Ja, meinetwegen. Stimme zu helfen? Stimme zu helfen. Zeit! Ach nö. Wisst ihr was? Also ihr könnt Victor mal langsam kreuzweisen. Ich hab das Geld nicht hier. Ach du. Ach ja. Ich kann immer etwas Geld gebrauchen. Ach so. Ich hätte entweder oder, aber uns hat ja das nichts mehr gebracht sonst. Es hängt alles von Ihnen ab, Senior Redgrave. Ich werde hier auf Sie warten und für Tony warten, okay. Wo ist mein Geld?
Ja, aber also wie gesagt, also Reputation oder Autorität hat mir jetzt gar nichts mehr gebracht. Weil wir da schon genügend haben. Deswegen habe ich das. Ich habe gedacht, wir müssen was bezahlen. Da hätte dort stehen müssen, was ich, dass ich das erhalte, dann wäre das eindeutiger. Aber naja gut, so hätte ich sowieso das Geld genommen. Ja, jetzt muss ich dann Toni leider irgendwie überzeugen, da es ist, na gut, der wäre dann so oder so, wenn man aus dem Weg kegeln müssen, kann man jetzt dann auf dem Hals, aber ja, ob das jetzt eine bessere Sache ist, ist die andere Frage. So, Herr Smith, ups, nein, ich wollte nicht da drauf gucken, stopp, stehen bleiben. Miffy Boy. Da ebenfalls der Straßenkontrolleur erzählen. Even, Garamira, hast du den Platz überprüft? Wie geht es meinen alten Freunden? Tot, hoffe ich. Ihnen nichts von der Mafia erzählen? Ihm von der Mafia erzählen weigere dich selten. Ja, wir sind mal aufrichtig. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Welchen hättest du lieber zuerst, Toni? Betoni, Befavore, beginne mit dem Guten. Deine alten Freunde erinnern sich an dich. Merda. Was sind dann die schlechten Nachrichten? Ein bösartig aussehender Gangster näherte sich mir direkt auf dem Platz und bot mir Geld an, um dich auszuliefern. Gar so. Und was hast du dann getan? Du hast Betoni nicht verraten, oder? Entspann dich, das tue ich meinen Freunden nicht an. Aber jemand anderes könnte es tun. Sie wissen fast alles für dich. Ja gut, da steht Aufgabe missglückt, aber ja. Wir hätten den beseitigen können, so. Also, es hat mich jetzt doch ein bisschen geärgert, dass ich es nicht gemacht habe. Aber okay, ich bin kein so ein fieser Kerl. Ich muss unbedingt von hier weg. Du hast gedacht, dass wir sind Freunde. Amici? Dann hilf Toni letztlich mal, ja? Ich brauche Camuflamento, eine Verkleidung und einen gefälschten Pass. Über die Flucht aus dem Ministerium sprechen? Nimm Garamico. Könntest du eine Verkleidung einen Pass für mich finden? Ich muss unbedingt von dir weg. Ja, was soll ich das herkriegen, das Zeug? Oh. Ich könnte jetzt sagen, ich weigere mich ihm zu helfen, aber es bringt ja nichts. Wo soll ich den scheiß Pass herkriegen? Eine Verkleidung, vielleicht beim Typen da? Tut mir leid, Toni, noch nicht. Betone Bärbauer. Jetzt wollen sie. Okay, beenden. Mir fällt eigentlich nur eins ein, wo ich das herkriegen könnte. Und das wäre beim Straßenhändler. Oder, Moment mal, bei dem Dings da hinten. Der hat da diese gefälschten Devisen verkauft, da, ja. Fragen einer Verkleidung für John Smith. Ich brauche eine Perücke, eine gewöhnliche Frauenperücke, nichts Besonderes. Ich brauche gerade eine Frau. Und ein Kleid in einer großen Größe. Du willst dich amüsieren, was? Sie sind nicht für mich. Hey, ist schon okay. Jeder hat das Recht, er selbst zu sein. Ich habe kein Kleid. Aber ich habe eine Perücke. Ich habe sie einfach gefunden, verstehst du? Ja gut, 300. Ich nehme es dir gerne ab. Bitteschön, viel Spaß beim Tragen. Er ist nicht für mich. Das sagen sie alle, Bruder. So, okay, ja, sonst nichts. Jetzt brauchen wir nur noch was zum Verkleiden. Mist. Warte mal, vielleicht? Ich habe eine Idee. Ich hab da eine Idee. Dazu muss ich mal, oder... Na gut, nee, wir gehen dann mal kurz zu Smith, ob wir dem schon die Perücke andrehen können.
Ja, da kann die Glorions ein Kleid geben. Ich weiß nicht. Nee, die ist doch viel zu dünn dafür. So, wo ist denn der jetzt? Ach, der arbeitet gerade. Machen wir Glockel-Doppel. Da wird die Flucht. Okay. Wir brauchen mal wieder beides, bevor wir überhaupt... warte mal, Gloria. Ich hätte da mal ein Anliegen. Mal sprechen. Nee. Okay, bringt nix. Die brauchen wir auch nicht gerade anfragen hier. Wir gehen mal runter. Wo ist denn das? Ist es hier? Nee, das ist zu weit. Da ist nur der komische Karl. Karl. Der Karl. Aber hier irgendwo bei dieser... ja, die das Zeug da verkauft hier eben. Die Pasteten und so weiter. Da würde ich mal gern nachfragen. Oder hat der Nicolas Page hier noch was? Luigi Bay Maman. Nee. So, hat die was? Nee, da brauchen wir gar nichts über Kollegen, nee. Ja, geflochtene Brötchen im Ofen, gebackene Kuchen. Ja, das bringt uns gar nichts weiter. Wir könnten jetzt nur nach Hause und beim Shop und aber wir kriegen wahrscheinlich wieder eine Rechnung und dann kostet es wieder Geld und so weiter und so fort. Mist, wo kriege ich denn so ein verdammtes Kleid her? Das findet man nicht einfach irgendwo. Ich weiß, das ist halt jetzt auch, jetzt habe ich nichts gearbeitet, aber naja gut. Es ist fast, es ist zu schade, nach Hause zu gehen. Aber... ich meine, ich könnte den Topfpflanzen herumwühlen, das bringt aber eigentlich auch nichts da. Wird kein Kleid drin sein. Nee. Wenn, dann höchstens da beim Händler. Wenn, dann höchstens beim Händler. Jetzt ist die Frage, ob mich der Typ nochmal anspricht auf der Straße. Weil ja jetzt der eh nicht, weil der jetzt nicht rauskommt. Ne, der ist nicht mehr da, okay. Ja, was habe ich gesagt? Natürlich, wir haben noch eine Rechnung da. Steuer auf das passive Rauchen. 500, ich glaube, ihr seid aber ganz dicht. Telefonrechnung. Die bezahle ich, aber das lasse ich mal noch offen hier. Das ist eine Frechheit. Für passives Rauchen, ich glaube, ich hänge. Na gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall Fernseher erstmal gucken. Mal so 3 Stunden hier wieder irgendeine Serie anglotzen. Wo man nicht viel mitkriegt von. So, zu nah an Kieler, das kostet auch noch 1 Stunde Zeit, aber wahrscheinlich hat er nur wieder seinen komischen Wodka da. Ah ne, der hat einen gefälschten Pass, okay, aber ein Kleid. Er freut sich, dich zu sehen, fragt nach dem Grund eines Besuches, wir kaufen den gefälschten Pass für 3,30. Ah, das Geld ist, wollen wir aber wieder haben. Gut, dann gehen wir mal nach Hause. Okay, aber wir brauchen immer noch eine Verkleidung. Ich weiß nicht, wo ich die verdammte Verkleidung herbekommen soll. Guck nochmal kurz, aber lesen haben wir nichts mehr. Es ist alles fertig gelesen. Jetzt haben wir mal ganz kurz. Mietpreis ist aber 10%, ich habe ja mehr, ach so, ja, das haben wir da hinten nochmal, genau. Perücke.
steht denn das hier in der Aufgabe? Die Flucht? Find sie ein Kleid. Ja, aber wo soll ich das Kleid finden? Das ist die große Preisfrage. Telefon, vielleicht gibt es irgendwie. Nee, kann nicht sein. Nummer wählen. Ah, das ist ja. Okay. Die psychiatrische Klinik können wir noch anrufen. Hallo, ich muss mit Dr. Alfred Binet sprechen. Worüber? Es geht um einen seiner Patienten. Ich bin ein Mitarbeiter des Ministeriums. Meine Fragen gehen Sie nichts an. Ja. Einen Moment bitte. So, ja, kann ich weitermachen hier? Ja, was? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich höre. Dr. Alfred Binet. Mein Name ist Evan Redgrave. Ich arbeite mit einer gewissen Gloria Melfi. Kennen Sie sie? Gloria Melfi, natürlich, worum geht's? Sie benimmt sich etwas seltsam. Das ist kein Wunder, so ein schwieriger Fall. Wir haben sie 4 Jahre lang behandelt. Ich rief das Archiv an. Sie sagten mir, dass ihr Sohn beim Unfall ums Leben kam. Könnte das die Ursache für ihre Krankheit sein? Das ist sie. Ich versuchte ihr zu erzählen, was passiert war, aber anstatt es zu akzeptieren, wurde sie hysterisch. Ihr Gehirn weigerte sich, die Nachrichten über ihren Sohn zu akzeptieren. Wir behandelten sie 2 Jahre lang mit Medikamenten und sie hatte begonnen, sich zu erholen. Sie wurde kurz darauf entlassen. Warum fragen Sie nach ihr? Sie spricht ständig von ihrem Sohn, als ob er noch am Leben wäre. Es verursacht uns einige Probleme. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Also hat sich ihr Zustand wieder verschlechtert? Sagen Sie mir, hat sie sie vielleicht mit Ihnen verwechselt? Ja, das ist schon ein paar Mal passiert. Das ist sehr schlimm. Was sollen wir tun? Vielleicht können wir sie wieder aufnehmen. Ich fürchte, dass alle Betten in der Psychiatrie für die nächsten Jahre belegt sind, aber Sie können versuchen, das Problem selbst zu lösen, wenn Sie wollen. Wie? Dies ist eine experimentelle Methode und es kann zu Nebenwirkungen kommen, aber wenn Sie mitspielen und vorgeben, Ihr Sohn zu sein, könnte es funktionieren. Sie müssen Ihr Vertrauen gewinnen und Sie allmählich aus Ihrem Delirium herausholen. Wenn sie das tun, besteht die Chance, dass sie seinen Tod akzeptiert und sich erholt. Vorgeben, ihr Sohn zu sein? Ja, aber es gibt eine Sache. Wenn sie den Verdacht hat, dass etwas nicht stimmt, wird ihre Psyche damit nicht umgehen können und dann kann alles passieren. Was meinst du? Sie könnte denjenigen angreifen, der sie getäuscht hat, oder sich umbringen, weil sie von einem schrecklichen Gefühl der Schuld und Einsamkeit gequält wird. Wie kann ich das umgehen? Wer diese Verantwortung übernimmt, sollte so viel wie möglich über ihren Sohn lernen und seine Rolle perfekt spielen. Klingt schwierig. Nun, Sie können auch warten, bis sie endlich den Verstand verliert und zum Haus der Außenseiter geschickt wird. Das könnte morgen in einem Jahr oder nie passieren. In diesem Fall wird sie den Rest ihres Lebens in ihren Wahnvorstellungen leben. Ich sag mal ja zum Experiment. Wir wollen ja alles so weit, wie es geht, erleben. In Ordnung, Herr Doktor. Ich werde es versuchen. Ich werde Ihnen erzählen, was ich weiß. Mein Neffe war bei Melfis Sohn in der Schule, Nummer 0261. Ich kannte sie vor der Tragödie und ich bin sehr an ihrer Genesung interessiert. Ich wiederhole, bevor Sie gehen, vorgeben, Glorias Sohn zu sein, lernen Sie so viel über ihn wie möglich. Viel Glück, jetzt warten meine Patienten auf mich. Gut, dann sollten wir vielleicht nochmal das Archiv anrufen oder so. So, was möchte ich erfahren? Ja gut, leider nichts. Über ihren Sohn erfahren.
Das weiß ich halt nicht. Helfen dem Melville die Wahrheit zu akzeptieren. Belohnung, ja. Pff. Leute, das bringt mir fast nichts mehr. Ich meine, aber eins merke ich. Ich glaube, wir können die Leute auf dieser Etage, auf der 12. Etage, nicht einfach wegkriegen, wenn wir denn irgendwas Böses ins Fach legen. Weil bei dem Amt da, wo wir anrufen können, da ist ja keine Sache mehr, dass wir hier jetzt irgendwie jemand anschwätzen können, dass der hier irgendwas hat. Also ich guck mal, wie das hier läuft, und wenn es nicht ist, Dann wird man schauen, dass man aufsteigen oder halt eben die Flucht hier weitermachen, zum Beispiel wegen dem Kleid und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ist es ein bisschen länger geworden. Mehr gibt es wieder beim nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, natürlich Like und Kommentar. Ich sage Tschüss, bis dann, euer Lego.